Hallo und herzlich willkommen. Work in Progress, bei Work in Progress, nein, bei tatsächlich Anno 1800. Closed Beta. So, ich hatte schon mal angefangen, aber das Spiel ist dann abgestürzt, also fangen wir nochmal neu an. Da muss ich mal ein bisschen leiser machen. Ja. So. Ich weiß nicht, wartet mal kurz. Wir drehen das mal ein bisschen runter. Nicht, dass er uns hier die Ohren wegflattern. Ja, also, wir fangen nochmal von vorne an. Ich finde die eigentlich ganz cool. Dann hat das. Die Namen. So, wir spielen normal. Ja, das können wir so lassen. Inselwelt ist large. Medium large. Main large. Nee, medium wollen wir nicht. Nein. Oh, toll. Ist das arg? Ja, können wir so lassen. Konstruktion. Ja, genau. Verschieben. Verschieben kostet dann hier eben Geld. Genau. Konstruktionskosten, Refund, also dass wir, wenn wir Gebäude abreißen, wieder was zurückkriegen. Lassen wir. Ich bin überlegen, ob man die Hälfte. Na gut. Trading Post, wie ist das? Ja, lassen wir mal easy. Quest Frequenz. Normal. Starten mit einem Flaggschiff. Gibt es natürlich hier Handelsflotte und Kriegsflotte. Oder dann mit gar nichts. Ja, ja. Starting Harbor. Off. Also, wir wollen nicht mit einen Hafen starten. Ständige Güter. Das ist ja, dass die Map aufgedeckt ist. Lass mal aber aus. Oh, ich bin noch ein bisschen müde. Und stellen wir mal auf All. Okay. Den haben wir eigentlich soweit. Genau, wir fangen mit dem Schiff an. Map ist nicht aufgedeckt. Okay, können wir so lassen. Okay. Dann wollen wir mal. Das Geile ist, was ich so gesehen habe. Seht ihr das im Hintergrund? Die Karte ist zwar nicht aufgedeckt. Ich hatte ja schon mal eingespielt gehabt. Wenn man die hier reinzoomt, sieht man im Hintergrund die Inseln. Was eigentlich richtig cool ist. Halt.
Wollen wir nicht bauen? Wir wollen. Ready for orders. Fahren wir mal hin. So, dann nehme ich mal nebenbei meine Medikamente. So, a new island has been discovered. Wir haben ein neues Island entdeckt. Na, gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Red Paper für Salpeter. Hi, hi. Steersman. Oh, düsen wir nochmal hier rüber. Ist da auch noch irgendwas? Ja, nochmal. Copper, Iron, Cola. Also Kupfer, Eisen und Cola. Was haben wir denn hier? Hier haben wir nochmal Kupfer, Kohle, Eisen, Kupfer, Limestone. Limestone weiß ich jetzt aktuell gar nicht die Übersetzung. Hier haben wir Lehm, hier haben wir Öl. Die Aufnahme ruckelt jetzt ein bisschen. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob so eine Aufnahme so flüssig läuft. Weil Spiel ruckelt leicht. Was haben wir denn hier? Obsolete hier. Das ist aber keine Hauptinsel, oder? Willy Wibbleshock, self-made man, no shame in it. Wibbly, if you like. How it'll be in the fairy tales. Sails! So, hier haben wir schon mal einen Computerspieler. Okay, geh mal hier runter. Game saved. Birolomar, I run things around here in me own little way, like. Flagship at your service. Okay. Wir haben auch Computer.
mal rum. Haben wir hier jetzt Computer oder haben wir hier? Hör dann die letzte. Princess Qing. Ja. Please, I am curious about your otherworldly customs. Nun gut. Coordinates plotted. Hat der sich? Was hat der denn von der Insel? Ist aber ein bisschen komisch gemacht, dass man dann trotzdem die Rohstoffe nicht mehr sieht. Ja, ja, das wird schon meine Insel werden hier. Hier noch eine dazwischen? Nee. Ich gucke jetzt nochmal nach der hier und ja, das Coole ist, weißt du, wenn die hohe Berge haben, die Inseln, dann sieht man die auch so, ohne dass man Nebel hat. Das ist übrigens bei jeder größeren Insel so. Okay, lassen wir mal aufdecken. Ich will nochmal kurz... Warte, hi, hi, hi. Ja, V-Sync aus. Hi, hi. Oh. So, V-Sync ausgemacht, schon läuft's flüssiger. Entschuldigung. Ah, ich will immer mit WASD hier steuern. Aber hier gibt's keine Potato, also kann man da... Dann gucken wir mal, wo wir hier an Land gehen. Hier wäre eigentlich eine schöne Stadt. Ja. Also im Spiel, was ich jetzt wieder nicht verstehe. OBS hat 29 FPS, mit denen es gerade aufnimmt. Und das Spiel läuft mit 66 FPS. Na, muss ich mal nach der Folge, werde ich mal das OBS neu starten. Game saved. Wo ist mein Schiff? On our way. Komm hier ran. Packst du da hinten? Ist eigentlich hier ist ein schöner Hafen. Da kann man hier gleich eine Stadt dahinter aufbauen. Holzproduktion.
da eigentlich hier? Ah. Wäre eigentlich schön gewesen, wenn der ein bisschen gerade gewesen wäre, der Hafen. Ja. Your city has grown more beautiful. Jawohl. There aren't enough of us. You reached a new milestone. Port ho! Bittisch. Oh, should have seen her face. Picked fresh this morning by yours truly. More's the merrier. So, dann haben wir das erstmal. Das läuft auch. We need something first. Kriegt der, wenn ich den jetzt verschiebe, dann hat er den trotzdem noch drin. Okay, das wollte ich nur wissen. Once we're done here, we can bag some rabbits. Ich hätte das vielleicht hier drüben hinbauen sollen. Weil hier habe ich Kohle, Eisen und Kupfer, glaube, ja, Kupfer. Ich habe es ja am liebsten hier die Stadt hinbauen müssen. Naja. Werden wir vielleicht dann nochmal umsetzen. Ja, ein bisschen Holz reinkommt. Arbeitskraft, das ist ja die neue Ressource, die man hat. Aktuell. Dann lassen wir erstmal ein bisschen Holz reinkommen. Where did you say you'd come from? Da ich die Stadt ja sowieso noch mal voll. I love the smell of dew. War das jetzt mal ein bisschen komisch? Ist, wird er noch hübsch. Ja. Genau. Manche Gebäude sind dann eben immer sofort da. Manche Gebäude brauchen, also wie das, das ist so sofort da. Und manche Gebäude brauchen noch eine gewisse Planungszeit. Wie jetzt zum Beispiel der Holzfäller. Hm.
So, und da produziert er dann schon. Transportiert ein Holz. Ah, ich muss nach der Aufnahme nochmal gucken. Dass vielleicht nochmal OBS neu starte. Ich habe keine Ahnung, warum der so abkackt gerade, OBS. Ja, besonders weil das Spiel an sich läuft mit 70 FPS gerade aktuell 71, 73. Ja. Vorhin mit V-Sync nur bei 50, ja. Und OBS, ich weiß nicht. Also wenn es jetzt in der Aufnahme ein bisschen ruckelt, tut es mir wirklich leid. So good to see you, Uncle! So, da haben wir schon wieder mal 10 Holz, 2 Eisen. Your vessel shall be subject to an inspection. If I see another biscuit. Your vessel shall be subject to an inspection. Ah, die Stadt kann sich ja hier so ein bisschen ergiebig abgötzen, ja. I'll cut you back on dry land. Goodbye and good riddance. Metal plows change things, I'll grant you. But for better or for worse. Get some rest. It's going to be a long voyage. Never sample, sir. Someone lay hands on that cat. My basket is flowing over. Assuredly, she's a fine ship. Don't even mind the neighbors. Entschuldigung. If I see another biscuit. So, wie sieht's denn aus hier mit Lagerbeständen? Fisch geht nach oben, Holz geht nach unten. Ja. Kanonen, 10 Stück. Okay. Ain't perfect, but what is? Happiness. Situation. Game save. So good to see you, Uncle. Okay. Ja, luxuriös, muss er, ja, luxuriös. Ja. Aber das ist doch schon deutsch geschrieben, oder? Also Schnaps. Da wird das in Englischen auch so geschrieben. Nee, im Englischen wird das doch auch nicht so geschrieben, oder? So wie das jetzt dasteht, ja? Schnaps. Das wird doch in Englischen anders geschrieben, oder?
das im Englischen auch Schnaps geschrieben? Nee, normalerweise Production Cane. Cane, oder? So wie es da drunter steht. Override this of Production Cane. Also, es ist mehr so Denglisch geschrieben. Bad Salz. Die Stadt heißt Bad Salz. Okay. Auch cool. Up with a lark this morning, I was. Will jetzt nicht so viel auf die Ecke bauen. Ich würde die Stadt dann hier rüber verlegen, dass ich dann den Marktplatz dann hier rüber lege. Und hier für die spätere Industrie. Also ich bis auf die letzte Entwicklungsstufe müsste eigentlich alles soweit im Spiel drinne sein. Also was die Bürger angeht. Südamerika, die Entwicklungsstufe ist, glaube ich, auch mit drinne, alle beide. Nur die letzte, also dann, wo es dann in Dampfschiffe geht und sowas, das ist, dürfte dann nicht mit drinne sein, genau. Wäre ja auch Schwachsinn, bei einer Close Beta das komplette Spiel da schon zu zeigen, dass man bauen kann für die nächsten 4 Tage, ja, okay. wäre ein bisschen doof. Okay, dann würde ich jetzt hier erstmal die Aufnahme soweit beenden. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ja. Wie gesagt, ich werde das jetzt noch ein bisschen weiterhin aufnehmen. Und die Folgen dann gleich schon hochladen und heute schon eine bringen. Am 1. Februar. Ich werde das natürlich ausnutzen. Die 4 Tage. Bugs natürlich melden. Wenn vorhanden. Bis jetzt habe ich noch keine gesehen, außer dass das Spiel einmal abgestürzt ist. Mal gucken, wie viele Folgen ich dann am Sonntag hinbekomme. Wie weit wir da bauen können. Wir werden versuchen, alles zu testen, Kriege zu testen und mal gucken. Ich habe ja am ganzen Sonntag habe ich ja frei, da kann ich richtig Gas geben. Montag dann nochmal, vormittags. Ja. Und dann gucken wir mal. Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.